Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Heute werden wir uns um die Produktion der Pokébälle kümmern. Und dafür ja, müssen wir wahrscheinlich die Bären dann ein bisschen zum Haus bringen. Und ja, sind eigentlich schon recht gewachsen. So. Und blaues Seewedel. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen auf Deutsch. Ist auch eine fortgeschrittene Generation, wo ich nicht gespielt habe. Ja, dann halt hier. Blöde Seewettel. So. Also. Geheilt. Sehr gut. Jetzt muss ich schauen, ob die überhaupt wachsen, wenn ich nicht mehr dort beim Haus bin. So. Die anderen sind leider noch nicht gewachsen. Es gibt leider keinen Junkloader oder so. Ist ein bisschen problematisch, aber wir werden jetzt das hier anpflanzen. Mal gucken, wo. Auf dieser Seite. Ja, dann wären wieder hier zu uneben. Da ist noch ein blaues. Ja, hier unten. Nein, ist auch zu wenig Platz. Ja, das Problem, wir haben hier keinen Platz. Mal eine Schaufel machen. So. Jetzt mal schauen, hier unten lohnt sich's nicht. Oder vielleicht dort. Ich werde es mal hier machen. Wir müssen halt wieder ein bisschen Erde weg, graben. So. Ach, mich nervt das große Fenster oben. Früher waren sie ganz klein und da waren sie noch eigentlich relativ gut. Aber, ja, ihr seht's. Sie sind riesig geworden. So, ja, dann mache ich hier weiß, wenn ich schon daneben klicke. Und hier blau. So, gut. Hier wächst alles. Leider noch. Ja. Dann schauen wir mal uns um nach neuen Abikokos. Oder nachgewachsenen. Zum Beispiel hier ist noch einer. Hier ist ein gelber. Es ist relativ oft hier, dass hier wächst. Ich brauche vor allem rote. Ich will normale Pokébälle meistens anfangen. Ja, es sind eigentlich nicht die, die schwer zu finden sind oder so. Also die anderen sind leichter zu finden meist. Deshalb, ja, ich will einfach Rot haben, damit wir Rot überhaupt haben. Vielleicht brauchen wir das für andere Pokébälle auch. Aber vor allem Schwarz und Gelb wäre nice für Hyperbälle. So, gucken wir uns um. Wir müssen dann leider auch noch minen, aber das gehört sich ja dazu. Ist halt ein bisschen ein lames Start. Aber, das ist so gewollt von, oh, Bulbasaur. Ich will ihn nur besiegen. So. Er brennt. Er brennt. Nochmals Ember. Vinewhip. Macht fast keinen Schaden bei uns. So. Level 12. Sehr gut. So. Hier haben wir einen blauen. Jetzt gucken wir uns mal hier am Wasser entlang um. So nehmen wir den Blattsteinschad. Da ist ein roter. Hier könnten wir runter. Ja, weil wir sowieso. Haben wir eigentlich? Ja, zwei haben wir. So. Wir gehen hier runter, damit wir einfach gleich mal auch noch eine Höhle haben, die weit nach unten geht. Und
dass wir einfach unten sind, damit wir einfach auch andere Edelsteine finden, also Erze finden. So. Ich möchte gerne den Wassereimer mitnehmen. Gut. So, hier hätten wir Bauxit und Eisen hätten wir hier. Boah, fällt das tief runter. Na, hier ist zum Beispiel auch Eisen. So sollte eigentlich oft so sein, weil Eisen ja nicht sehr selten ist. Das ist ein Rohstoff, der mir fast schon ein bisschen zu häufig ist. So, und wenn das Lava weg ist, können wir auch das Bauxit holen. So. Ja, das Lava bleibt da. Ah, das fließt doch ab. Gut. Also Bauxit, wichtig. Also wichtig. Ich glaube, man braucht es für nichts. Was Eisen nicht kann. Aber es ist dann einfach ein Rohstoff, wo man ja gebrauchen könnte. So, gehen wir mal hier rein. Ja, Eisenerz recht viel gut. Sodele. Immer wie tiefer, damit wir auch Diamanten finden und andere Erze. Ja, geh endlich weg, genau. Hopp, verschwinde. Gold. Noch mehr Gold. Ah, schön. Recht viel Gold. Das ist schön. So. Ja, hier geht's wieder nach oben. Könnten wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Vielleicht ist dahinter ja etwas. Hat da drauf. So. Aber hier oben ist ja. Auf 42 ist halt nichts mehr. Kein Gold mehr, glaube ich. Kein Redstone. Also wir müssen tiefer. Wir gehen mal hier entlang. Hier waren wir ja noch nicht. Ein Schackel. Ah, das ist diese Schildkröte. Es ist ein Pokémon, das ich noch nie von einem Trainer eingesetzt gesehen habe. Das will wahrscheinlich niemand, weil es recht schwach ist. Das ist halt sehr unbekannt sozusagen. Ich glaube, es heißt Potrot oder so irgendwas. Das ist ein anderes Pokémon. Ja, wenn man schon 8 Jahre nicht mehr Pokémon gespielt hat, nur noch Pixelmon, dann weiß man halt nicht mehr alles. So. Also ich habe dann aufgehört, wo Smaragd rausgekommen ist. Habe Feuerrot noch gespielt. Habe Rubin noch gespielt. Und dann, als ich einfach nicht mehr gejobbt habe, also nicht mehr reisen musste wegen dem Job, also weil ich ja nicht mehr zu einem Job reisen musste jeden Tag und so, hatte ich auch nicht mehr das Bedürfnis, einen zu also ja, es zu spielen überhaupt und ein neues zu kaufen, ein neues Spiel. Da ja dann der Nintendo DS rauskam und einen neuen kaufen, nur damit ich manchmal ein bisschen vor dem zu Bett gehen spielen könnte oder so. Nein. So, wir müssen noch ein bisschen tiefer. So. Ist leider sehr klein. Aber wir sind auf 21, jetzt auf 19. Okay. 18.
Jetzt nehmen wir noch ein bisschen tiefer. Ja, genau, jetzt. Ja, ich möchte schon etwas mit Redstone machen, aber momentan noch nicht. Da muss ich auch zuerst Anleitungen ansehen, was man dann machen könnte. So. Ich verschmelze in diesem Projekt Pokémon mit Zelda. Mach Zelda Dungeons. So, wir sind auf 9. Ja. Auf 13. Machen wir auf 10 wieder. So. Wir müssen dann einfach unterirdisch einen direkten Eingang nach unten machen. So. Na, haben wir überhaupt denn? Der Pokémon Center haben wir. Okay. Haben wir markiert, damit wir noch hoch teleportieren können. Weil da unten jetzt noch hoch zu kommen irgendwo, ist jetzt nicht unbedingt fürs Let's Play gut. Und eben zum Pokémon Center können wir wieder zurückkehren. Wenn jetzt wir zu weit weg sind oder zu viel Gepäck haben gerade oder so. Dann ist es schon gut, manchmal ein bisschen schneller zurückzukommen. Aber dafür sind ja die Waypoints auch da. Hinlaufen ist langweilig. Oh, Gatze. Gatze kommt. Die Gatze von mir. Die Gatze von mir. Kommt hier eigentlich irgendwann was? Ja, ich weiß, dass du nass bist. Ja genau, geh in dein kleines Körbchen und mach es nass, genau. So. Wir finden überhaupt nichts. Nicht mal eine geschälte Banane. Oh, bisschen Kohle, bisschen Eisen. Schon besser. So. Dann weiter. Ich werde jetzt nicht jeder fünfte Meter eine Fackel hintun, sondern ein bisschen gerade ausbuddeln, bis es zu dunkel ist und dann wieder eins nehmen, weil wir haben ja gar keine Monster. Und müssen es deshalb auch nicht machen. Oh. Schön, schön. Ja, Diamonds. Achievement get. Sehr schön. So. Sehr schön. Diamanten haben wir. Was könnten wir dann als erstes machen? Spitzhacken? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich mache das erst, wenn ich dann auch ein Enchantment Table habe. Okay, ich muss ja davor wegen dem Obsidian. Stimmt. Müssen wir noch ein bisschen Obsidian holen. So. Ich denke, ich gehe bald hoch. Mache ich die 50 noch.
So, jetzt danach mitnehmen. Gut. Und dann ist leider bald vorüber. Mit dem Strippen ohne Spitzhacke geht Strippen nicht so gut. Da kann man nur auf einem Ding strippen. So. Also, mit J, mit hier Teleport. Und da sind wir wieder. Ja, wir können kurz heilen. So. Ah ja, ich habe übrigens jetzt herausgefunden, wieso das Seed nicht gegangen ist. Ich habe den Seed im falschen Fensterchen angegeben. Aus lauter, ja, ich will das Let's Play endlich anfangen und so. Habe ich gar nicht geschaut, wo ich den Seed angegeben habe. Jetzt heißt halt die Welt den Seed. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zurückgegangen und habe dann gleich den Seed eingegeben. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen verdrückt. Also, ja. Black wäre hier. Ah, man sieht es so schlecht. Pink, Yellow, Blue, White. Ja, dann ist es ein Neues. Die White sind ja hier. So, ich werde Maximum bis hier machen. Weil alles andere ist ja irgendwie ein bisschen unnötig. Pink war hier. Da. Blue ist hier. Oh, das ist schon fertig. Ja, Blue könnte ich noch ein bisschen weitermachen, genau. So. Blue machen wir ein bisschen weiter. Schwarz können wir dann auch mal ein bisschen weitermachen. Wegen dem Hyperbellen. Gelb auch. Und Rot. Die anderen mache ich nicht so weit. Kann ich hier hoch? Nö. Also dann hier. So, da. Dann haben wir hier Concentrate. Ich muss dann schauen, wie ich das mache, ob das auch auf Treppen wirkt. Keine Ahnung. Ja, Eisen ist das Wichtigste. So. Ah, komm schon. So, den können wir nicht machen. Dann machen wir das mit Carpenter Blocks, aber das geht wahrscheinlich da nicht. Ja, dann mache ich normale Treppen runter und... Oder ich mache Wände halt. Nein, einfach so Schanzen. Genau, ich nenne es Schanzen. So. Jetzt haben wir die Dinge nicht. Das tue ich mal hier rein. Und nehme die Diamanten für noch eine Diamantenspitzhacke. So, könnten gleich zwei nehmen, aber das wäre so unsinnig. Gut, dann haben wir das. Ja, das brauche ich nicht. So, Concentrate könnte ich einmal runter tun. Also hier rein tun und dann unten hin tun, wenn wir dann den genug haben. Weizen ist noch nicht fertig, dann machen wir gleich mal die Strip. Ich denke, ich mache den Strip hier. Ja. Hier ist eine gute Position. Ist nichts im Weg und es ist an einer Schräge. Das ist gut. Ja, aber hier ist Wasser. Hier ist grässliches Wasser. Weil es so grässlich ist. Aha. Noch eins rüber. So. Wir müssen hier das Wasser irgendwie auspumpen. So. Aber eins noch mitnehmen.
Also hier geht's weiter, genau. Hier ist Erde schon vorbei. Wir müssen einfach auf 9 Runden, auf 10 Runden kommen. Aber hier sind wir noch auf 61, das ist noch ein bisschen wenig. Zu wenig tief. So. 47, gut. Also es ist jetzt momentan noch nicht so viel los. Also es scheinen noch nicht so viele Leute dieses Projekt, aber es wird eines meiner Hauptprojekte und das wird extrem lange gehen, das Let's Play. Außer es gibt Probleme mit einem Mod oder so und ich muss dann abbrechen. Aber ja, irgendwann kommen auch die Zuschauer von Pixelmon, weil jetzt momentan alle bei Champions of Regnum herumhängen. Und eben, dann habe ich auch mehr, weniger Zuschauer momentan und es ja, bringt jetzt noch nichts, so Fragen zu stellen. Also ich werde es sofort machen, wenn das Projekt beliebt wird. Und bis dann eben ab und zu noch Fragen stellen, aber es bringt... Was ist schon so tief? Dann muss ich mich wieder hochsticken. So, vor lauter Reden bin ich noch ein bisschen zu weit runtergegangen, aber es ist gut, hier hat es Eisen. So. Also, das ist... 8. Ah, das Ding ist ein bisschen hoch. So, 10. Dann haben wir doch hier, ja, da hier ist das Haus. Oh, das ist Pokémon Center deshalb. So, jetzt können wir hier runterfahren. Und sind dann sozusagen. Ich mache beide. Und tue dann einfach nochmal Wasser hin. Und ich möchte gern in diese Richtung. Das dreht man. So. Schauen wir mal nach einem Obsidianfeld. Da hätten wir auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr Glück. Ich möchte gerne in diesen Lava-See dort vorne. Und die Musik, die dreht hoch, die dreht auf. So, dann wären wir bald dort. Irgendwo hier. Ja, hier ist es. So. Schauen wir mal. Ja. Aber wir haben keinen... wir haben keinen Eimer mit Wasser. Ja, dann hoch. Oder sollen wir noch ein bisschen hier bleiben? So, also. Bleiben wir noch ein bisschen hier. Und dann gehen wir aber runter. Wenn wir den Eimer haben. Oder wir machen mehrere Eimer. Es wäre einen hier vorne, zwei, also. Okay. So. Schön viel Eisen. Da vorne ist auch ein großer Laufer. Dort rechts oben ist eine, ein Riss. Eine Schlucht. So.
Vielleicht finden wir ja Wasser. Ja, da vorne ist ein Wassersee. So. Kommen wir jetzt zur Lava. Ich höre keine Lava. Oder ist es weiter oben? Hier ist nur Erde. Da, wo eigentlich die Lava sein sollte, ist Erde. Oh, weiß ich nicht. Ah, jetzt höre ich sie. Also gucke ich mal. Hey. Ah, hier. So, hier hätten wir ein Firestone Shard. Und hier oben ist ein anderer See mit Firestone Shards. Hier hätten wir Gold, okay. Ja, ich suche Diamanten. Ja, wir können halt hier nicht weiter. Ja, gehen wir zurück. Jetzt reicht's. Haben wir schon wieder so viel. Hier. Zurück teleportieren. Jetzt können wir die Dinge auch pflücken. Die sind recht gut gewachsen. So. Dann die blauen. Die gelben. Die grünen. Der rote, die schwarzen und nochmals ein blau. So, da haben wir noch ein gelber und dann können wir nach oben gehen. So, also, Part ist leider vorüber, aber der nächste kommt so bald. Zweimal täglich, schätze ich jetzt mal. Und Yellow. Ah, das ist weiß, stimmt. Weiß, also schwarz ist da am Anfang. So, ich muss aber den Baum fällen. Okay, gut. Haben wir nochmals einen schwarzen? Können wir nochmals den setzen? Also weiß haben wir, rot ist hier drüben. Grün ist da. Gelb ist da. Ja. Und blau ist da, wo ich drauf bin. So. Also das reicht jetzt mal mit der Länge vom blauen. Jetzt können wir die nehmen, wo ausgewachsen sind. So. Also. Hätten wir das? So, und in der nächsten Folge werden wir Wasser holen. Okay, könnten wir Herz schon holen. Noch einen zweiten Eimer machen. Dann nochmal Wasser holen für den Eimer. Und dann runtergehen und Obsidian holen. So, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.